Sie erzählte mir mal, als Olympia im Fernsehen lief mit ihrer Freundin, saß sie im Hochbett, guckte sich Olympia an und hat zu ihrer Freundin gesagt, da will ich hin. Triathletin ist mein Tag schon recht voll, also ich habe von früh bis spät zu tun, den ganzen Tag Training. Aber ja, also die Erfolge zeigen mir eigentlich, dass es sich alles lohnt. Und wenn ich dann zum Beispiel in Hamburg auf den blauen Teppich komme und sehe, okay, jetzt schaffe ich es hier, eine Medaille zu gewinnen. Und ja, dann weiß ich einfach, dass sich das lohnt und weiß, wofür ich es tue und ja, was ich am Ende damit erreichen will. Und im Endeffekt ist es ja auch nur eine begrenzte Zeit, in der ich keine Zeit für andere Sachen habe und nur mich auf den Sport fokussiere. Und danach habe ich ja noch alle Zeit der Welt, um das alles aufzuholen. Ja, wenn ich ein persönliches Vorbild nennen müsste, würde ich als erstes an Usain Bolt denken. Das klingt jetzt ganz schön klischeehaft, aber ja, ich sehe es gar nicht mal so, weil er einfach Usain Bolt ist und einfach ja, der erfolgreichste Sprinter aller Zeiten ist, sondern ja, er ist einfach eine coole Persönlichkeit und er hat einfach Spaß an der Sache. Also man merkt, er macht das, weil es ihm Spaß macht und weil er erfolgreich ist, natürlich. Aber er hat diese gewisse Lockerheit, die man, finde ich, auch mitbringen muss als Leistungssportler. Also er kann locker an die Sache rangehen und er, keine Ahnung, er ist sich auch nicht zu schade, mal einfach keinen Bock auf Training zu haben. Klar macht das trotzdem, aber er gibt halt zu, er ist auch nur ein Mensch und mal hat er einfach keine Lust. Und ja, das finde ich eigentlich ganz cool und dem will ich auch so nacheifern. Was der Unterschied vielleicht ist von Laura zu anderen Sportlern, weil Sportler oder Sportlerinnen mit Talent sieht man viele hier an so einem Bundesstützpunkt wie hier bei uns in Potsdam, ist, dass sie extrem fokussiert ist und das aber auf eine Art, die sie sozusagen gar nicht aus sich heraus, die sie erzwingen muss, sondern die sie einfach in sich hat. Also sie hat diesen Drang zu gewinnen in jedem Fall, nicht in jedem Rennen, aber wenn sozusagen der Sieg angesagt ist, so ist es ja oft auch bei ihrem Trainer, dann gibt sie dafür alles und dann ist erstaunlicherweise trifft das auch meistens ein. Also ich denke, wenn man Laura beschreiben kann, dann muss man sagen, dass sie schon immer sehr fokussiert auf Erfolg ist. Also sie ist eine Kampfsau, muss man sagen. Also ihre Stärke ist im Wettkampf, alles aus sich rauszuholen, aus Situationen wie ein Sturz oder irgendwas, was schief geht, was sie jetzt nicht mehr so gewohnt ist. Also Umgang mit Niederlagen ist so bei ihr auch eine Stärke, dass sie relativ schnell Niederlagen abhaken kann im Wettkampf und sich wieder neu konzentrieren kann. Also war eigentlich noch nie bei ihr, dass sie so gezweifelt hat an dem, was sie tut. Und was ihre Persönlichkeit angeht, hat sie sich von einer Kleinen, die kaum ein Wort rübergebracht hat, zu einer starken Frau entwickelt, die viel lacht und kommunizieren kann mit jedem und lustig ist und mit der kann man auch einen Abend verbringen und die Zeit vergeht wie im Fluge. Und da hat eben der Sport sie, denke ich, auch zugebracht. Im Training ist es ein bisschen schwieriger und im Umfeld, so ihre Reserven hat Laura sicherlich noch in einer eigenen Organisation des Tages. Also Leistungssport im Triathlon erfordert ja doch sehr viel von den sehr jungen Menschen, also wenn man sich das Höchstleistungsalter im Triathlon anguckt, ist ja bei den Frauen ein bisschen niedriger und jünger als bei den Männern, aber die brauchen alle schon nicht nur die berühmten 10 Jahre oder 10.000 Trainingsstunden, sondern brauchen auch die Lebenserfahrung und die Klarheit, wo sie hinwollen. Und da ist Laura noch auf dem Weg, macht jedes Jahr einen Schritt. Ja, und ab jetzt gilt, jedes Puzzleteil, was wir haben, Technik, Training, Tagesablauf, und so weiter zueinander zu fügen mit einem Ziel, und zwar Tokio 2020.